So, meine Freunde, willkommen zur 23. Folge von Assassin's Creed. Wir werden heute wieder ein bisschen Schlitzomania machen hier und uns in den zweiten Abschnitt von Gedächtnisabschnitt 4 begeben und nehmen uns einfach mal Wilhelm von Montferrat aus Arkon. So, ja, ich möchte gerne... Moment, weil ich glaube, es ist besser, wenn ich auswähle Fortsetzen. Letzte Erinnerung laden. Genau. So. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf. Ja, oder bestehlen Sie die Typen, die welche haben. In Ihren Arschtaschen. In Ihren Arschtaschen, Leute. Ich will es ja nur nochmal anmerken. Ne? In Ihren Arschtaschen. Gut, macht nix. Ah, Mann, die viertvorletzte Folge für meine Schweden-Session. Ich bin gespannt, wie es weitergeht jetzt hier. Alter, ach, nicht schon wieder. Ach nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Darf ich ablehnen? Bitte, ganz freundlich. Nee, darf ich anscheinend nicht. Schon wieder ausweichen? Habe ich das nicht schon mal gemacht hier irgendwie? Na komm schon. Na komm schon. Ja, hoppala. Ja, so sollte ein Mann kämpfen. Schmeicheln dir rum, du Schleimbacke. So. Oh nein, ich will das Tutorial bloß verlassen. Ja. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Mann, lass mich doch in Ruhe. Ich will doch bloß zu meinem nächsten Ort, um weitermachen mit diesem schönen Projekt. Das macht mir trotzdem Spaß, muss man sagen. Achso, Umland oder Büro? Halt, stopp, ich will nach Arkon. Und zwar ins Büro. Das ist immer zentral, habe ich das Gefühl. Von daher, yes, go for it. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat auf oder bestehlen Sie einen Gangster. Bestehlen Sie einen Gangster. Habe ich jetzt, glaube ich, on-screen oder off-screen einmal gemacht? Ich weiß nicht, aber hab ich es schon mal gemacht und es funktioniert ziemlich gut. Man rüstet tatsächlich seine Messer nach und das finde ich ziemlich cool. Trap, Trap, the Flabben. So, ich sehe schon, hier muss ich ins... Hä, wieso muss ich denn hier hin? Muss ich das? Weil es blinkt hier. Hm. Was passiert, wenn ich da reingehe? Hoppa, der Flemm. So, ein Arkon war, glaube ich, der Typ, der uns überhaupt nicht mochte. Die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja, Wilhelm von Montferrat heißt das Ziel. Was könnt ihr mir über den Mann sagen? Wilhelm wurde zum Regenten ernannt, solange der König seinen Krieg führt. Dies gilt vielen als wunderlich, bedenkt man den Zwist zwischen Richard und Wilhelms Sohn Konrad. Ich dagegen halte es für sehr weise. Weise? Weshalb? Richard und Konrad sind in vielerlei Dingen nicht eins. Oh. Obwohl sie sich zivilisiert benehmen, heißt es, dass sie einander nicht wohlgesonnen sind. Und dann gibt es da noch die Geschichte mit den gefangenen Sarazenen aus Arkon. So ist Konrad nach Tyros zurückgekehrt und Richard hat Willen genötigt, hier als sein Gast zu verweilen. Ihr meint als Geisel? Wie ihr es auch nennt. Seine Anwesenheit sollte helfen, Konrad im Zaum zu halten. Ich habe mich nie für Politik interessiert. Aber ihr seid euch bewusst, dass eure Taten die Zukunft des Landes beeinflussen. Auch ihr seid ein Politiker, auf eure Weise. Wie ihr es sagt. Wo also schlagt ihr vor, soll ich mit der Suche beginnen? In Richards Zitadelle, südwestlich. Oder eher auf dem Markt davor. In dieser Richtung liegt auch die Heiligkreuzkathedrale. Ein belebter Ort mit sehr vielen redseligen Bürgern. Als letztes versucht es im Westen, wo der Ketten- und der Hospitaliterbezirk aufeinandertreffen. Dort solltet ihr fündig werden. Wohlan, dann werde ich euch nicht weiter stören. Ihr stört ganz und gar nicht. Sorry für den Happy Happy Lappy, Freunde, aber irgendwie muss ich die Sequenz ja mal irgendwie ja, übertünchen mit meinem fragwürdigen Humor, der vielleicht im Spiel gar keine Anwendung findet. So, wir dürfen wieder Flitzepiepen machen und müssen uns erstmal jetzt informieren. Und zwar, wo es weitergeht, und zwar im Nobelviertel von Arkon, Leute. Deswegen hier gleich mal auf die andere Seite gehen. Nein, wieder hochkrabbeln bitte, danke. Gleich da drüben untersehe auch schon einen der bösen Templer. Na, that's ja not that funny. Warum tut er das? Äh,
Der sieht gar nicht... Doch, der ist eindeutig ein Templer, aber er ist irgendwie anders. Er hat einen Bogen. So, ich glaube, mir hängen sieht man übrigens gerade sehr gut, dass Alter, ihr der linke Ringfinger fehlt. Komm, lauf mal wieder nach auf die andere Seite. Ich dachte, jetzt kann ich hochgehen, er geht nach unten, aber nee. Mann. Komm, dreh dich doch mal um, du Junge. Los, laufe. Ja, in die Richtung. Oh, komm, hast du sonst kein Hobby? Komm, lauf nach unten. Also, nach hinten. Thanks. Now I've got a chance. Da, la, 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 la. Ich will ihn nicht umbringen. Nein, ich stehe hier rum, weil ich sonne mich so gern. Oh, doch nicht? Ich dachte, du bist ein böser Templer. Er ist ein normaler Soldat gewesen. Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Aber ist nicht schlimm, wir müssen hier sowieso hochklettern, also... It's me, Wayne. Haben wir ihn halt umgelegt. So, hier ist schon der erste Aussichtspunkt. Aber ich werde versuchen, so viel wie möglich zu das Feuer schaffen in der Folge hier. Ach ja, und die Aussicht ist wieder so wunderschön. Obwohl wir jetzt ganz schön arm an der Animus-Grenze sitzen. Was immer nicht so schön ist. So, wo ist unser Happer Point? Da ist unser Happer Point. Whoopie! So ein von 11. Das sind wieder so viele. So, gleich mal alle freischaltet. Bis nach hier unten hin. Okay. Sieht ganz schön komisch aus hier. Aber na gut, hey. Man muss ja hier nicht irgendwie anders aussehende Aussichtspunkte. Was zum... Okay, da ist ein Templer. Autsch. Der hätte aber eine kränke Lache gehabt gerade. Schlitz, 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 Schlitz und down. 16 von 60 Templern eliminiert. Schön. So. Bis dann nutze ich mal die Chancen. Dieser Mann hat gemordet. Hey, er hat angefangen. Ich habe mich nur verteidigt. Habt ihr nämlich gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, hey, passiert auch. Umso leichter für mich, wenn die Templer mich finden, denn erspart mir das einiges an Suche. So, und so hier wieder hoch. So. Wo ist jetzt der Cookie-Punkt? Wow, direkt an der Grenze. Da muss ich ja fast schon aufpassen hier. Wollen wir mal da rin springen in die Auto? Da unten steht jemand. Egal, dann werde ich mal schnell den Ausguckspunkt nutzen, bevor der mich hier runterschießt. Das finde ich alles andere als cool. Steht der da unten und... wo ist denn der? Wo ist denn der böse, böse Mann? Der böse Mann ist direkt hier oben, du. Voll Herr Horst, du. Egal, nein. Wir wollen ihn nicht beleidigen. Er tut ja nur seine Arbeit. So, hier könnten wir wieder einen Bürger retten. Hier ist gleich die erste Taschendiebs-Mission. Ja, ich würde sagen, komm, dann machen wir gleich die... Bürger retten Mission. Das wird dich lehren zu stehlen. Bewegung! Bewegung! So, erstmal den ersten Mal niederschlitzen hier. Tschüss, Kumpel, du bist der Erste. So, du bist jetzt alleine und nu? Oh, da tut mir aber leid. So, gerettet. Taschendiebstahl. Links von mir. Ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nicht zu eurem Tag geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. So. Ich warte nicht. Ich bin völlig unschuldig. So, hier weg mal wieder über Kreis drücken, damit ich hier niemanden die Kisten runterschmeiße, sonst meckern die ja alle wieder. Hallo, liebe Soldaten, ich bin ein Freund von euch. Die sehen alle aus wie die Templer, also die bösen Templer, die mich mal direkt angreifen, die mal voll aggro sind. Die sich mal echt mal ein Hobby suchen müssten und ich sehe schon, das ist hier ein Ausguckspunkt, Freunde. Das heißt, ich muss da hoch. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen.
Ja, ja, ich sollte auf, mich wie ein Knabe zu nehmen. Sollte aufhören, sich wie ein Volldepp zu benehmen. Oh, halt, nein. Stopp! Stopp! Oder so. Das geht natürlich auch. Da bin ich auch mit zufrieden. Lasst mich bloß in Ruhe. Ich will da bloß meinen Job tun. So, ich stelle mich aber hier nach Ausguckspunkt. Das reicht ja auch. Wow, geil. Übers Meer gucken. Das sieht aber hübsch aus. Sehr idyllisch. Nice. Da möchte man leider reinspringen. Ach, wenn man hier in Assassin's Creed 2 würde es natürlich gehen, aber hier... Nope. Game don't want this. Assassin's Stone can swim. Er kann sich überall anschleichen. Zur Luft, durch Erde, durch Wasser. Eben halt nicht. Whee! Und hoffentlich ist er nicht der zweite Sprung. Hätte scheiße enden können. Find's ja aber noch ein bisschen albern, dass er nicht schwimmen kann, aber hey, was soll's. So, hier muss irgendwo eine Bestehmission sein. Aber wo? I don't Knopf. Mal gucken. Vielleicht gibt's ja irgendwo einen Eingang hier hin. Ihr geht jetzt besser, wenn euch euer Leben. Ach, da komme ich wieder nicht rin, wa? Import, Bettler. Och Mann, habe ich hier nicht irgendwo einen Gelehrten oder so, der mich hier durchbringt? Nope, doesn't seem so. Vielleicht kann ich ja hochklettern und mich dadurch rein manövrieren. Ich habe keinen Bock wieder zu kämpfen. Habe ich einen Grund für meine Taten? Aber natürlich. Warum sollte man... Hi Kumpel, wie geht's dir da oben so? Aber du drehst dich gerade weg, deswegen werde ich mal einfach noch versuchen. Ach Kumpel, geh doch einfach mal deine Mauer da hinten runterfallen und dann sag dir Tschüssi und viel Spaß da unten. Der lebt nur echt noch. Jetzt lebt der ja echt nur, der Ekelhafte. Das ist ja mal behindert. Kommt der hier wieder hoch? Nee, glaub nicht, ne? Nö, ich glaub nicht, dass er wieder hochkommt. Gibt's hier innen nicht eine Stelle, wo ich hin? Ach, guck mal da unten. Da ist die Mission, aber die kann ich ja erst machen, wenn ich anonym bin wieder, ne? Ja? Der kommt doch echt noch hier hoch. Oh, und da ist er down. Dann zeig ich erstmal voll Chaos an die Richter, den ich genau noch gebracht habe. Scheiße. Ist vielleicht ein bisschen riesig. Das ist ein böses Omen, ja ganz bestimmt. Das ist eine böse Omi, genau. Wir versuchen den dann drüben niederzustrecken. Ach, wisst ihr, wie geht das? Wisst ihr? Habt hier nichts zu suchen. Tschüss, Kobell, du bist einfach mal down. Ja, der ist einfach tot umgefallen, schau an. Mann, wie ist das nur passiert? Also ich weiß es nicht. So, Fakt ist, einer von denen da unten ist der, den ich bestehlen muss. Ja, die greifen nämlich so bestimmt an, wenn ich da unten bin. Was ist geschehen? Ein Mörder läuft frei herum. Ein Mörder. Wow. Nun gut, wo hast du dich verkrochen? Nirgendwo, ich... Guter Gott, wie konnte das geschehen? Was macht dieser Tor da? Meine Güte, was ist hier passiert? So, verkriechen wir uns mal. Ich habe nämlich gerade meine Opferperson gefunden. Das ist gar kein Soldat. Man lässt euch kommen und gehen, wie es euch beliebt. Ich dachte, niemand hätte Zugang zur Festung. Für wahr, aber Wilhelm will die Instandsetzung so bald als möglich beendet sehen, was uns als Vorteil dient. Eine ideale Deckung. Sehr gerissen. Jedenfalls ist mein Bericht fertig, ich sollte ihn abliefern. Endlich entwickelt sich die Lage zu unseren Gunsten. Von ungefähr. Nein. Nun, die Bibel sagt schließlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das stimmt nicht. Das stammt aus Aesops Fabel. Die Bibel sagt in der Tat meist das Gegenteil. Vieles dreht sich darum, Geduld zu haben und abzuwarten, bis der Herr sich entscheidet, ob er zu helfen wünscht. Egal, ich sage, wir haben lange genug gewartet. Dem werde ich nicht widersprechen. Also gut, ich bin weg. Interessant, in der Bibel steht also, ich kenne die Bibel, ich habe die Bibel nie gelesen.
Na, kontrollier mal deinen Täschchen, dann lauf mal los. Oh, und da ist deine Mission weg. So, jetzt muss ich hier aber leider irgendwie rauskommen. Oh, guck mal, Freunde, was ich gefunden habe. Ein Fleckchen. Eine Templerflagge. Eine von 34 in Arkon gesammelt. So, würde ich sagen, ich versuche mal hier wieder rauszukommen. Nö, das macht mir zu viel Spaß. Wir können ja mal die Diskussion in der Religion führen. Es gibt ja bestimmt Leute unter euch, die sind religiös. Ich kenne einen Abonnenten. Grüße an den lieben Maximilian auf Facebook. Ich nenne jetzt einfach keinen Nachnamen, damit ihn niemand findet, durch ihn nicht irgendwelche Identitäten preisgebe. Aber ich weiß, dass er religiös ist und Christ. Und wir haben auch letztens mal eine interessante Diskussion geführt darüber, wie das mit der Religion aussieht. Und da denke ich mir so, ja, genau. Ein Gott, der, also Gott allgemein ist ja eine Person, die nicht ins Leben eintritt aktiv, die eigentlich eine Person ist, die alles geschaffen hat und uns dann... Ja, sehr gut. Guck mal, ich springe ja ganz lieb runter. Nö, käme mir nicht in die Tüte. So, dann wir ja eigentlich schön. Ich sage, holen wir uns da den nächsten Aussichtspunkt und wischen mal so quer bei die Map, würde ich sagen. So, links von mir ist das. In die Richtung. Und denkt man so, Gott ist, wie gesagt, also für mich ist Gott eine Person, die, wenn man es jetzt der Religion Glauben schenken mag, ne, man, weder gibt es Beweise gegen die Religion, noch wirklich für die Religion, ne, ist ja alles immer noch neutral und so. Das hätte sich eins längst durchgesetzt. Aber für mich ist halt Gott eine Person, von meinem Verständnis her, eine Person, die sich das Leben geschaffen hat, aber sich hier nicht einmischt aktiv. Also wartet man als Christ auf die Aktion einer unaktiven, übernatürlichen Gestalt, um irgendwie ja Erlösungen zu finden oder den ewigen Frieden oder Einzug in Happiness Island und so. Nö. Fiel mir im Traum nicht ein. Klingt wie der Verrückte aus Asterix und der Hinkelstein hier. So. Where are the... Ihr dürft nicht papieren. Wo ist denn der Böse? Och nein. Hup. Tschüss, Kumpel. I'm sorry, but that have to be, ne? Weil ihr nervt mich. Und wer nicht weiß, auf YouTube findet man sogar die Filme von Asterix und Obelix. Habe ich mir letztens auch eingezogen, weil ich die finde einfach nur toll. Das ist Kult, den sollte jeder kennen. Das ist einfach nur witzig wie eh und je. Oder Mission. Also Operation Hinkelstein heißt das Ganze. Und der Verrückte, der macht ähnliche Geräusche wie die ganzen Verrückten hier. Müsste ich mal irgendwo mal eine SFX suchen und die dann einfach... Oh, da unten ist ein Fleckchen. Ich werde mal da hinten ranspringen. Zack. Und hier mal... nein! Stopp! Autsch! Der tat weh. Die Geräusche, die machen. Aber hier ist ein Fleckchen und das nehme ich mit. So, frei bin ich mir dann mal, ne? Stup, so. Tempelfrage 2 von 34 eingesammelt. Schön. Ich weiß, bringt mir prinzipiell eigentlich gar nichts, weil ich sammle die alle sowieso in Halle aufs Glück und zeige euch bloß das Bild, damit ihr auch die seht, die mich LP gefunden habt. Oder in die letzte Folge oder so. Mal sehen. Irgendwie finde ich das schon. Irgendwo mache ich den Link hin. Vielleicht editiere ich nachher auch in jede Folge. Ich werde auf keinen Fall die Flaggen mehr auf Onscreen sammeln. Das finde ich anstrengend. Das ist ein riesiges Geschnippelarbeit. Vor allen Dingen jetzt hier in der Schweden-Aufnahmesession wäre das unnormal viel Arbeit. So, erstmal hier oben würde ich sagen, ne? Informanten, Herausforderung, Attentat. Oh nein, Herausforderung, Attentat ist glaube ich immer mit Zeit. Na ja, gut. What? Who cares? Was soll's? Die Geräusche, die von sich geben, sind ja fast so crank wie meine Geräusche. Genau so, ne? Ach, komm, lass los. Irgendwie ein Kloß verschluckt? Mein Gott, tötet mich nicht. Ach, ihr seid es, Alter, ihr. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Na klar, Kumpel. Werde ich euch von dem Handel erzählen. Natürlich, Kumpel. Alles no problem.
Eliminieren Sie heimlich alle Ziele. Oh, heimlich. Aber wenigstens nicht mit Zeitlimit. Das ist immer schön. Zeitlimit finde ich nur so in Ordnung bei Rennen oder bei Flaggen einsammeln. Was willst du? Ach nee, der sieht... Ach nee, das ist einfach nur ein Suffi. Das ist einfach nur ein Besoffener. Einfach nur ein Algi. Ach so, das ist gar nicht so ein... Naja, lass mich mal in Ruhe, Kumpel. Die rasten ganz schön aus, die Jungs hier. Ich glaube, damit ist dieser Soldat hier gemeint. Oh, lass mir doch mal einfach in Ruhe. Ich will da bloß meinen... Oha, da ist gerade ein Soldatenkumpel von ihm. Nee. Mann, wie soll ich denn die wieder töten hier, ohne gefunden zu werden? Soll ich vom Dach versuchen auszuwerfen? Ich weiß gerade nicht, wie ich das machen soll am besten. Jetzt wäre hier gerade niemand, aber da unten kommt leider der nächste wieder. Mann. Jetzt vielleicht. Chance. Okay, und ganz schnell weg. Mann, lass mich in Ruhe. Ich muss weg hier. Niemand hat mich gesehen. Gut, okay. Das hat geklappt. Schön, dass ich jetzt so ruhig war, aber ich musste mal einen Punkt finden, an dem ich irgendwie... Jetzt laufe ich gerade voll in die falsche Richtung, habe ich das Gefühl. Jetzt renne ich hier in Richtung einer Bürgerrettenmission. Aber die will ich gar nicht. Mann, gibt es irgendwann hier irgendwo mal einen Weg nach links, Alter? Ja. Mann. Ja, dich gleich. Blöis. Warum würde jemand so etwas tun? Gibt's hier auf der Karte nicht irgendwo mal einen Weg in die Richtung? Nö. Spiel irgendwie so, nö. Ach, gibt nur einen Eingang zu die Straße. Ach, wie behindern, ey. Klettig aber über Dächer hier, das könnt ihr aber wissen. Das geht ja viel, viel schneller, denn als hier die ganzen Straßen da zu suchen die ganze Zeit. Was fehlt Ihnen denn nur? Mir fehlt gar nichts. Mit mir ist alles in Ordnung. Also wer hier hochklettert, der muss körperlich fit sein. Mit dem kann muss alles in Ordnung sein. So, dann gehen wir einfach mal hier wieder rennen. Die Lücke, Swam, rin hier. Hep, und zack. Und schon bin ich hier. So, jetzt muss ich aber nur einen finden. Und sobald ich den umgebracht habe, ist er, glaube ich... Oh, das ist der hier, glaube ich. Oh, ich glaube, hier habe ich gerade eine richtig gute Chance. Könnte jemand hier? Nein. Perfekt, 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 komm schon. Töten, ja. Thanks, Bo. That was it. So, mal ganz schnell wieder nach oben. Um bloß nicht gefunden zu werden. Und dann werde ich denselben Weg gehen wie die vorhin, nämlich über die Dächer. Da ist man nämlich relativ safe. Also, meistens. Zepter Flemmen. So, und hier unten muss jetzt irgendwo mein Kumpel sein. Ja, spring erstmal einen Heuhaufen. Brauchst du gar nicht. Ist nämlich nicht wirklich so ein Moment, wo ich sage, jetzt brauche ich hier meinen coolen Todessprung. Des Todes. Wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Welche Erleichterung zu wissen, dass ich sicher bin. Ja. Danke, Meister. Meister. Ich versuchte einen Handel mit den Wachen der Zitadelle zu machen, damit diese die Tore offen lassen, auch wenn der Alarm erklingt. Ich versagte. Also ist euer einziger Fluchtweg aus Richards Zitadelle die Festungsmauern herunter. Vergebt mir. Naja, wenn die Tore der Zitadelle geschlossen werden, sind die Mauern der einzige Weg nach draußen. Schade, aber hey, was soll's. Letztes Mal mussten wir auch die Mauern hochklettern, um rauszukommen. Ich erinnere mich noch. So, da ist noch eine Bürgerrettenmission und noch ein Türmchen. Ich weiß nicht, wie lang die Folge schon wieder ist. Wir sind jetzt ja hier erst hergereist und haben leider noch nicht so viel geschafft. Und dazu muss man sagen, ist das Gebiet eigentlich ziemlich groß. Auf jeden Fall ist das auch wieder ein so ein Innenbürgerretten-Ding. Und das nervt mich jetzt schon wieder, weil da muss ich genau wieder rein. Heißt, ich muss nochmal links die Wand hochkrebeln, oder? Warte mal, ich glaube hier in die Richtung ist, glaube ich, gar nicht gut. Gar nicht mal schlecht. Ich muss
irgendwo hier, ja. Kumpel, hier sieht dich niemand, von daher wirst du jetzt ganz schnell krepieren, du Spacken. Oh, da kommen ja noch mehr, wo kommen denn die alle her? Oh, tschüss Kumpel und... Oh. Oh, Schlitz. Oh, naht sich denn die Knie? Anscheinend schon. Ja, okay, kein Problem. In die Richtung 180 Grad drehen. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Oh, ich glaube, das war eine neue MP3, ne? Die hatten wir vorher noch nicht. So, vor irgendeiner Einheit kommt. So, mal ein bisschen schneller klettern hier. Dann werde ich mal Happy Happen machen. Och, Alter, ihr Bus festhalten. Mehr festhalten. Bus mehr hätte ich nicht gewollt. So, Leute, ich merke gerade noch zwei optionale Ziele und dann kriegen wir ja noch eine... Oh. Ja, die nehme ich aber schon mal, wenn ich hier bin. Die war ja fast geschenkt. Und da ist wieder Glitchy Slitchy im Spiel im Einsatz. So. So, da drüben ist noch so ein Dachfuzzi, aber auch ein Turm. Und ich muss da auch, ja, definitiv. Würde ich sagen, hab. Schnell. Aha. Hoppala. Oh, tut mir leid, Junge. Aber du störst mich gerade echt bei meinem Ziel, hier die Sachen zu erklettern. Und ich würde sagen, wir machen die zwei Ziele noch einfach, um den HP-Balken voll zu bekommen. Da fuck ich dir die Hände ab, ja, ja. Das sagen sie jedes Mal, aber ich habe noch niemand gerettet, der abgehackte Hände hatte. Hm. Das ist halt so der klassische Hunde, die bellen, beißen nicht, Eider und Knopf und so. Ich habe doch nichts getan. So. So, einfach mal blind jumpen. Yay, whoopie. Tschuff. Oh, eine Flagge. Cool. Ich hab was kaputt gemacht. Oh, I'm so sorry. Ganz schön viele. Wie war das mit dem Bettler? Boah, two of a kind, Alter. Wow, nice. Das war ohne Konter gerade eine Combo. Ja, hab ich. So. Ist das jetzt schon das letzte Optionalzug? Ich würde sagen, als nächstes können wir das dann noch machen. Oder ich begebe mich auf jeden Fall beim nächsten Mal hin, dass wir dann die Kurve hier schlenken und dann hier halt fertig machen. Vielleicht werden wir beim nächsten Partner, ja gut, ne, ich habe jetzt erst 2 von 6 Missionen, ne, auf keinen Fall. So, das ist in die Richtung da, Leute. Und ich glaube, das ist noch nicht die 15-Punkt-Mission, nicht wahr? Nee. Doch. Also doch. Mann, du Sophie, hau ab. Ich glaube, bei den Noblen sind das keine Sklaven. Hier bei den Noblen sind das hier einfach nur... Doch, da sind doch Krüppel. So, 16 HP habe ich jetzt, Leute. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt... Guck mal, jetzt so ein Fleckchen wieder. Ich werde jetzt hier einfach in der Ecke stehen bleiben und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin danke ich heute wieder mal vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Assassin's Creed Folge so und so. Und bis dahin wieder mal machen. Bis dahin wieder mal, macht's gut, haut rein, tschüssikowski und ciao.